Gut. Danke. Ja, vielen Dank, Olli, für die nette Einweisung hier. Wie gesagt, ich heiße Yumi Kimoto und ich vertrete heute das Kollektiv Kimoto. Das Kollektiv hat sich aus Sprachwissenschaftlern, Typografen und Grafikern formiert, mit deren Hilfe ich in den letzten Wochen eine neuartige Schrift entwickelt habe, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Das ist das Motto der Schrift. Der Schrift stabiert und ihr Alphabet. Neben der Schrift ist auch ein Booklet entstanden, in dem eine ausführliche Beschreibung der Buchstabenentstehung nochmal nachgeschlagen werden kann. Passend zur Schrift heißt es einbuchstabiert und wird in Kürze zeitgleich mit der Schrift auf dem Markt erscheinen. Hier sehen Sie die Minuskeln der Schriftart Accidens Grotesk. Basierend auf dieser gängigen, serifenlosen Schriftart wurde die Stabiertschrift entworfen. Das heißt, es wurde keine komplett neue Schriftart entwickelt, sondern eine bereits bestehende formal erweitert. Ausgangspunkt meiner Schrift ist die deutsche Aussprache der Buchstaben, hier grün gekennzeichnet. Intention war es, auf die Bezeichnung der Buchstaben einzugehen, also zum Beispiel J, indem ich deren einzelnen Buchstaben J, O und T zu einem neuen Zeichen zusammenfasse. Der lateinische Buchstabe hat sich ja über einen langen Zeitraum hinweg vom Bildzeichen zu dem grafischen Zeichen, so wie wir es heute kennen, abstrahiert. Aber meiner Meinung nach ging diese Reduzierung zu weit. Denn die Abstrahierung in ihre kleinste lautliche Einheit I steht nicht in Relation zu ihrer eigentlichen lautlichen Einheit J. So wurde speziell den Konsonanten ein Teil ihres Namens genommen. Daher sage ich, der Buchstabe selbst soll und darf nicht mehr nur als ein abgekürzter Teil von sich selbst stehen. Vor allem nicht in einer Welt, in der der Mensch als vollkommen entfaltetes Individuum mit all seinen charakteristischen Eigenheiten anerkannt werden möchte und nicht mehr nur als Teil einer Gesellschaft. Dieses Bedürfnis möchte ich auf die Buchstaben übertragen. Es ist jetzt an der Zeit, dass auch der Buchstabe sich in seiner vollen Pracht mit all seinen charakteristischen Formen präsentieren darf. Kommen wir zur Entstehung. Inspiriert dabei hat mich die japanische Hiragana-Silbenschrift. Denn einige der Zeichen hinterlassen den Eindruck, den Laut in lateinischen Buchstaben zu beinhalten. Zum Beispiel scheint man hier im japanischen Zeichen das T und A wiederzufinden. Aber bitte nicht beirren lassen, die japanische Hiragana-Silbenschrift hat ihren Ursprung nicht in den lateinischen Buchstaben, sondern in den chinesischen Schriftzeichen. Man könnte jetzt annehmen, dass ich einfach eine neue Lautschrift entworfen habe, aber es gibt da wesentliche Unterschiede zu bestehenden Lautschriftkonzepten, wie zum Beispiel dem des International Phonetic Alphabet. Zum einen ist sie in vielen verschiedenen Sprachen verständlich und zum anderen geht sie auf die Aussprache von Lauten ein. Meine Stabilschrift hingegen ist nur für das Deutsche geeignet und unterstreicht in ihr enthaltenen Laute formal. Wie nun ein Buchstabe des Stabilalphabets entstanden ist, möchte ich anhand des H zeigen. Zunächst werden beide Buchstaben auf ihre spezifische Form reduziert. Dabei beginne ich mit dem A. Um sich so richtig in die Materie des Buchstabens einzufühlen, wird vor jeder Abstraktion auf die Formentstehung und dann auf eine phonetische Grafik eingegangen. Der Buchstabe wird systematisch in horizontalen, vertikalen und diagonalen Schnitten halbiert, worauf dann die Form ausgewählt wird, die hier im Beispiel noch als A erkannt werden kann. Diese Form wird dann noch optisch angeglichen und angepasst. Selbes Prinzip wird für das H angewandt. Auch das H wird systematisch angeschnitten und angepasst. Durch dieses Zusammenspiel von den zwei Buchstaben entstehen mehrere Kombinationsmöglichkeiten, also eine Matrix, in der ein Buchstabe als Konstante dient und der andere als Variable verschieden positioniert wird. Auch hier wird wieder die Form ausgewählt, die einer Kombination der ursprünglichen Buchstaben gleicht. Auch diese Form muss noch optisch angepasst und angeglichen werden. Dieses Schnitt- und Formierungsprinzip lässt sich auch auf andere Schriftarten übertragen, exemplarisch hier die Bodoni und die fette Fraktur. Aber im direkten Vergleich sieht man dann doch schon, dass man jede Schriftart für sich selbst nochmal neu zusammenstellen muss. Je nach Schriftart ergeben sich auch andere Ober-, Mittel- und Unterlängen, wobei zentraler Fixpunkt für alle Schriftarten die Mittellänge ist.
Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sich alle Vokale, das O nur in seiner oberen Hälfte, in der Mittellänge befinden. Zum Abschluss sehen Sie hier noch einige Auszüge des fertigen Produkts, das ich auch mit mir dabei habe heute. Und als kleines Gimmick können Sie sich dann auch Ihren Lieblingsbuchstaben auf ein Plakat ausdrucken lassen. Vielen Dank.